Freunde, ich bin Christian Wedewart und ich begrüße euch zum heutigen 18. Karate Praxis Live Online Training. Hello friends, welcome back to Karate Praxis Live Online Training, 18th part, amazing, I have never thought that this could be possible, but here we are, and looking very much forward to be training with you 45 minutes, since, you know, same as last time, we reopened our dojo and I have to leave on time to be punctual on the dojo floor to train with people in person. Ja, also ich muss ziemlich genau nach 45 Minuten Training dann auch los, damit ich pünktlich im Dojo bin, um mit den Menschen vor Ort dann zu trainieren, und da freue ich mich auch drauf. Was haben wir heute vor? Im heutigen Training würde ich gerne mit euch über offene Hände sprechen. Also nicht nur sprechen, sondern trainieren. So, in this class today, I would like to train with you with open hands, so that we see what's possible and how functional this can be. And so, just having fun with open hands, not closed fists. Ja, Freunde, ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen mit offenen Händen spielen, und wir bereiten die Techniken wie immer ein Stück weit vor und dann uns den Partner eben in all unserer karate-typischen Art vorzustellen. So we will be preparing some moves and combinations and explanation, and after that we put everything together just like, you know, we did in the past and the last trainings as well. So, let's get started. Dann lasst uns mal anfangen. So, ich nehme das mal wieder so ein bisschen runter. Ihr wisst ja, ich bin kein Kameramann. Okay, also, dann fangen wir mal an. Let's get ready to rumble. Okay, sorry. Gut, lasst uns mal anfangen, ein bisschen laufen. Wie immer werde ich dieses Training im Nachgang bei YouTube zur Verfügung stellen, und da findet ihr eine Playlist, die eben Karate Praxis Live Online Training heißt, und auf dem Karate Praxis YouTube Kanal könnt ihr dann immer, wann ihr wollt, die Trainings nacharbeiten, wenn ihr eins verpasst habt, oder wiederholen, oder wie ich am Montag darauf aufmerksam gemacht wurde, dass manche Sachen eben doch schwierig sind, einfach so auf dem Schirm zu sehen und nachzuvollziehen. Und dann habt ihr eben einfach die Möglichkeit, das nachzuarbeiten, zu wiederholen und auch später zu jeder Zeit die Gelegenheit, einfach eine Frage zu schreiben. Wie ist das gemeint? Warum machst du das so? Oder was auch immer euch dann treibt, schreibt einfach, und dann können wir sehen, ob ich irgendwie hilfreich sein kann. Ja, Friends, right away after this class, I will upload this video to YouTube, to the playlist Karate Praxis Live Online Training, of course, to give you the possibility to see all of the trainings and just repeat an already trained one, or to see a training you probably have missed. And so you can work with this on YouTube, and there's also the option to write comments or to write emails to me and ask how this or that was meant. And in regards to any questions, don't hesitate to get in contact with me then. Okay, aufwärmen beendet. Gut, gucken. Jawohl, sind da schon wieder ein paar Leute da. Schön, dass ihr da seid, ich freue mich. I'm glad having you and training with you live, and looking back to the other videos, several hundred plays on Facebook and 100 or 200 on YouTube afterwards. This is amazing, and it gives me motivation to go ahead. So thank you a lot for your interest and support. Also, danke schön für euer Interesse und die Unterstützung. Jedes Video wird auf den beiden Plattformen YouTube und Facebook irgendwie insgesamt ein paar hundert Mal geguckt,
Und das ist irgendwie toll. Herzlichen Dank dafür. Das macht mir einfach einen großen Spaß zu sehen, dass Menschen sich angucken, was da so in meinem Kopf vorgeht. Also Dankeschön, ihr seid ein Teil meiner Therapie. Gut, dann wollen wir mal. Okay, wir wollen mit offenen Händen was tun und deswegen schlagen wir jetzt nicht Zuckis. Ich mach das mal hoch. Und deswegen schlagen wir jetzt nicht Zuckis. Wir sind hier, sondern wir schlagen nicht hier, sondern hier. Also, nach vorne schlagen wir einfach mal mit der Speerhand. Ja? Nukite, Spearhand. And your backhand is always on your chin line. Okay. Offene Hände meinen nicht immer nur Speerhand oder Sto. Offene Hände können auch so aussehen. Ne? Hier. Sowas. Wie ein C, like a C. So, go forward and grab something. Ja? Okay. Und vor. Und vor. Ja, und Daumen abspreizen. Spread out your thumb so that you can probably grab a throat or something like that. Ja? Also, nach vorne, als wenn ihr jemanden an den Hals greifen wollt. Da, richtig ran. Ja, genau das. Oh, Freunde, das sieht gut aus. This looks good from my point of view. Okay. Gut. Wir stellen uns hin und schlagen Sto. Ja? Shoto ist nicht die Technik. Shoto oder Sto ist die Stelle am Körper. Ja, das müssen wir einfach mal klar haben in unserem Verständnis. Shoto, as well as all the other names, or at least most of them, is not describing the technique, it's describing the part of your body that you're using. So, we're using this part, and for this is this name, Sto or Shoto, like you want to pronounce it. Okay, to the side. Sto, 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 Sto. Yeah. Sto, Sto, Sto. Yeah, schön. Und wir machen Stoß. Vorwärts. Zur Seite. To the side or forward. As you like. It's not important to have certain stances now. Yeah. It's still warm up. Ne? Wir wärmen uns noch immer auf. Habt einen Fokus. See your aim. Have focus in what you're doing. And contract your front muscles. Ja? Und schön ein bisschen Körperspannung. Sehr gut. Okay, dann kombinieren wir die drei. Combination of all those three. Okay, Nummer 1, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 3. Also, Sto, greifen und das erste war Nukite, ne? Ja, klar. Also, Nukite, Nukite, Greifer, Greifer, Sto und Sto. Nukite, Nukite, Greifer, Greifer, Sto und Sto. Nukite, Nukite, Greifer, Greifer, Sto, Sto. Nukite, Nukite, Greifer, Greifer, Sto, Sto. Nukite, Nukite, Greifer, Greifer, Sto und Sto. Ihr merkt, es geht schon wieder los, ha? Huh? You see that we are up to do something creative again. So, okay. Diese Stelle ist Haito. Ja? This very place on your hand is called Haito and it's when you attack with this part. Ja? Gut, Haito. Wir schlagen also mit diesem Stück nach vorne. Haito, Haito. Der kommt von der Seite. Von der Seite. Ja. Haito. Man kann den so machen, wie ich das tue jetzt, dass er gestochen kommt und am Ende eingeschnappt wird. You can do this like this, it like this. You can kind of
step it forward and then just let it flip inside, or you can do it really in a roundhouse way. Okay, again, high toe. Make sure that it attacks your target from the side. Sehr gute Arbeit. Good job. Okay, alle vier zusammen. Wir tun alle vier zusammen. Four. Nukite, Nukite. Greifer, Greifer. Sehr gut. Sto, Sto. Haito, Haito. Gerade, gerade. Greifer, Greifer. Sto, Sto. Ah, Haito, Haito. Sto, also Nukite, Nukite. Greifer, Greifer. Sto, Sto. Und Haito, Haito. Nukite, Nukite. Greifer, Greifer. Sto, Sto. Haito, Haito. Nukite, Nukite. Ja, Greifer, Greifer. Sto, Sto. Haito, Haito. Wunderbar. Atme mal durch. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Ich mache die Kamera noch ein bisschen tiefer, dann kann ich ein wenig weiter weg. So, ich sehe, sind wieder noch ein paar dazugekommen. Schön, dass ihr da seid. Toll, dass ihr mitmacht. Und falls ihr nur auf der Couch sitzt, runter da. Okay, gut. Wir wollen mit offenen Händen. Nukite, Nukite. Greifer, Greifer. Sto, Sto. Haito, Haito. Nukite, Nukite. Greifen, Greifen. Sto, Sto. Haito, Haito. Nukite, Nukite. Greifer, Greifer. Sto, Sto. Und Haito, Haito. Okay, sehr schön. Dann gibt es eine Bewegung. Dafür muss ich die Kamera tatsächlich tiefer machen. Okay. So. Ja. Ungefähr so. Das sollt ihr sehen. Es geht um genau diesen Teil. So. Was wir tun ist, mit unserer offenen Hand reinschlagen. Ja? Wir kennen das in vielen Katas. You know this technique from certain katas where you do something like this. It is one thing to spear it, and the other thing is to do it like this. Yeah? You know? It's just getting everywhere you can. I don't want to explain this further on. Good. So. Okay, was wir also tun ist, wir nehmen unsere Hand und kommen hier von unten rein. Da. Hallo Kamera, Licht. So. Diese Bewegung. Diese. Dann nehmen wir die andere Seite. Ja? Reverse Side, Yaku-Seite. Und dann kommen wir von unten und wollen an die Genitalien. Ja? What you want to do is, you want to touch somewhere between the legs. Okay. Gut. Und dann gehen wir alle zusammen durch. Wir sind Speer, Speer. Greifer, Greifer. Sto, Sto. Haito, Haito. Und von unten, von unten. Okay, ihr habt gesehen, ich nehme meine Hand jetzt höher, damit ihr seht, was ich tue. Es soll natürlich nur im Genitalbereich bleiben. Ja? Ich gehe zurück, dann seht ihr mehr. So. Okay, da sind wir. Und Nukite, Nukite. Greifen, Greifen. Sto, Sto. Wunderbar. Haito, Haito. Nummer 1 und Nummer 2. Schön von unten rein. Und Nukite, Nukite. Greifer, Greifer. Und Sto, Sto. Und von unten. Ja, geht der Nukite, ne? So wie wir es in einigen Katas auch kennen. Und dann greifen wir von unten an oder zu. Ne? Okay. Okay, nochmal. Oh, ich, ni, san, chi. Ok, chich, hach, kyu, ju. Und
Noch einer. Alles klar. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, immer offene Hände, Freunde. Noch einmal. Stechen, stechen. Greifen, greifen. Weg, weg. Um die Ecke, um die Ecke. Von unten und wieder von unten. Und noch ein, zwei, drei Mal. Dann sind wir aufgewärmt. 1, 2, 3. Rounds more and then I think warm-up is done. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut, und noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Und komm nochmal, again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Schön. Wir haben also, you see, we've used our hands in, oh, I don't know why the camera is getting dark. Every time, we've used our hands in this way, we've used our hand in there, we have used this side, we have used that side, and this side. And what's missing? This side. This place, as far as I know, is called Haishu. So, and this is a slapping technique. If you get hit by something like that, from one who knows his business, this is amazing. I strongly believe that you would wish that it was a fist. Okay? Good. Also, wir machen einfach mal das. Ja? Also, das mit diesem Teil. With this place. Ja? Like that. Like that. Ja? So richtig schön einmal drauf. Und da sind wir. Und das ist eine Bewegung, die ziehen wir nicht zurück. Die soll nicht nur einen Hochtöner machen. It should be like a high tone. It has to be like a bass tone. It is like that. And it hurts in my hand. Ja? Okay. So, one. Pull it through. One. Yeah. And two. And three, and four, yeah, and like this, ja, durchziehen, da, und die Trefferfläche wäre ungefähr da, okay, machen wir noch ein paar Stück davon und ziehen die Hand einfach mal durch, durchziehen, durch, ja, durch, ja, genau das, durchziehen, ja, als wenn ihr ein Schwert hättet, wo ihr mit schneiden wollt. Ja? Da. Like a sword. One, yeah. Two, and three. And use all your joints. Use your shoulder to start the movement. Extend the speed with your elbow and even with your wrist. And then this is amazingly powerful. Huh? This one, yeah. This, and this, yeah. This. Wonderful. Good. Dann hängen wir alle hintereinander. So, put every technique in a row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Ja? Wir hängen sie alle hintereinander, so dass wir unsere Waffe offene Hand benutzen können. Let me see. Some light could possibly help. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, schön. Und 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut, und noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Gut, seid ihr bereit? Wenn ihr bereit seid, können wir jetzt anfangen, Techniken damit zu verbinden. Und zwar soll das Ganze dann so sein. So, hier sind wir und spielen ein bisschen. Wir stellen uns vor, es kommt ein Schlag hier mit der rechten Seite und wir wehren mit der offenen Hand ab. Ja? So, something's coming with the right side up to your face and you block with open hand. With Schutterhuke or Heiterhuke. Nein, Schutterhuke. And now you can turn from Stuhuke to Stochi. Going on to Zenku Sudachi. One and two. So, imagine someone attacks you, you block it, and now you take the same hand and attack with this, the neck. Yeah? This is what you do, one, and turn around for two. It's again like a sword. Es ist immer noch wie so ein Degen. Ne? Bing, bing. Genau das. Ne? Das. Klack, klack. No? Like this. Okay, das ist das, was wir tun. Offene Hand, Kosadachi, Senku Tsudachi. So, now it's important to use your body weight accordingly. Blocking and attacking, leaning forward. Go to Senku Tsudachi. Gut, und das lassen wir mal laufen. Blocken, drauf. Andere Seite. Blocken, drauf. Und blocken, gleiche Hand. Blocken, nach. Es ist so, als wenn ihr eine 8 in die Luft schreibt. Da, und dann gehen wir hier nach vorne. Und dann wäre hier meine 8 wieder zu Ende. Das ist wie eine liegende 8. Like a lying 8. Okay? Gut. Und 1, 2. 1, 2. 1 und 2. Und 1 und 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja. Und ihr macht bitte weiter. Weiter laufen lassen. Ich zeige euch auch meine Füße. Weiß nicht, ob das ein Vergnügen ist. Aber so. Und da laufen und rein. Laufen und rein. Block, Angriff. Block, Angriff. Block, das ist der Angriff. Ja? Blockstuke und Stochi. Stuke, Stochi. Stuke, Stochi. Uke, Ochi. Okay, easy. Following a logical bodywork, it is quite obvious that we, after that, and leaving the line of fire, having blocked, being on the inside, is his neck reachable. So, bringing my body weight forward, attacking his neck, followed by this technique. So, I attack the very same place with the other hand. First hand, Stuke. Other hand, Haito. Haito. Okay. Wir sind also da. Block, Stuke und Haito. Gut. Und Block, Stuke, Stouchi, Haitouke. Ja, kriegen wir hin? Ja, you got it? Stuke, Stouchi, Haitouchi. Stuke, Stouchi, Haito. Stuke, Stochi, Haito. Stuke, Stochi, Haito. Uke, Uchi, Haito, Uke. Haito, Uchi.
Oh, uke, uchi, haitu uchi. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut. Und weiter geht's. Und Block, Block, drauf. Block, Block, drauf. Gut. Und weiter läuft's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. Imagine your partner, please. See your target and attack it. Gut. Wir haben jetzt benutzt den. We've already used the block with Stuhl, the attack with Stuhl, and the attack with Haito. Now we can use the spear hand, this or this, doesn't matter, and after that this one. Okay, so spielen wir also zusammen. Nummer 1, Block. 2, 3, 4, 5. Ja? 4, 5. Gut. Block, Konter, nächster. Angriff, dahin, bisschen zurück und zugreifen. Ja? Das. Andere Seite. Block, Konter, Konter. Stechen, Angriff. Hm? Ob das Sinn macht mit Stechen und danach zugreifen, spielt gerade genau gar keine Rolle. Hm? Es ist dafür da, dass wir unsere Hände koordinieren. So, please don't ask now if this combination makes sense in any way. It is about coordination for our hands. Hm? And getting a sense of what's possible and possibly where we don't put enough effort in or interest in. So, Block, Konter, nächster. Stechen, greifen. Okay. Und 1, 2, 3, 4, 5. Ja, schön. Und Block, Konter, nächster. Stechen, greifen. Haha, ja, ich hab Spaß. I'm enjoying myself. I love that. Okay. Block. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. And enjoy that. Feel the energy in open hands and flying or flowing movements. And everything is fluent, but still hard. Huh? Block. 1, 2, 3, 4. Yeah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3. Stechen, greif. Und weiterlaufen lassen. 1, 2, 3, 4, 5. Und von hier aus laufen wir gleich rum. Ja. Und dann sind wir da. Und lass es bitte immer weiterlaufen. Please go on. Like a chain in a flowing movement. Go on. Und die hintere Hand bleibt die ganze Zeit da, wo sie hingehört, wenn wir uns beschützen wollen. Ja? Okay. Soweit so gut? Dann haben wir ja noch ein wenig mehr. Nämlich den Geda Nukite. Den wir ja so machen wollten. Ne? You know, there's still Geda Nukite and we want to have it like this. Huh? Like this. Okay.
Block, Stuke, Shochi, Haitochi, Nukite, Grab, and come from below. Okay. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you have options. Later, this will be options. And not a flowing movement. Huh? You will have 1, 2, 3. And now you can decide. Huh? Spear, grab, or groin. Okay. Go on. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the other side. 1, 2, 3, 4, 5. And change again. 1, 2, 3, 4, and 5. Good. Und das lassen wir laufen. Please, go on. 1 minute. Without a break, just let it flow. Lass es einfach laufen. Letzte Runde. Langsam. So, last round. Together and slowly. Leave the line of fire. Change direction. And this works by aiming with your elbow. Stuke, Shuchi. Same hand. Spear. Grab. And grind. And from this point, you raise your hand again, you raise your hand again, and slap it through. So it's always the same hand. Es ist immer die gleiche Hand, die den Konter macht. Wenn euch das aufgefallen ist, dann freue ich mich. If you have noticed this, that all the counter strikes after the first Shuchi are done with the same hand. And this is that what gives you options afterwards. Das ist das, was euch nachher die Alternativen bietet. Wir gehen zur Seite, greifen an und greifen an, 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 an und an. Ja? So, wir haben ganz viele Möglichkeiten, mit der gleichen Hand zu wirken. Wir blocken, greifen an. 1, 2, 3, 4 und 5. Okay, 1 minute, yeah? 1 minute, and give it a try. Do all the options for your counter strikes after the Stuchi. Oh, I have to concentrate. Okay, 1 minute for you, 1 minute for me.
Möglichkeiten. Ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt haben wir uns den ersten Prozess ein bisschen angeschaut, den könnt ihr üben. Ne? Der ist ja nicht weg. Ihr könnt ja später Facebook, YouTube immer noch mal gucken und sagen, okay, wie hat er das denn so sich vorgestellt? Und was noch viel wichtiger ist, als meine Kombination dann nach und nach und nach und immer und immer und immer wieder zu üben, ist, guckt euch die Möglichkeiten an und macht aus meinem Vorschlag euren Vorschlag. Wenn ihr es geübt habt und verändert, dann wird durch die Veränderung aus meinem Vorschlag euer Vorschlag. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja? Nichts ist so beständig wie der Wandel. Darum geht's. So, und jetzt stellen wir uns vor, dass wir nicht mehr auf der Innenseite sind, sondern auf der Außenseite. Now, we imagine not being on the inside, but on the outside. And then, several other options are occurring. So, we are not on the inside and able to attack the inside neck, neck and throat and so on. We are on the outside and facing shoulder and back. So, what can we do? One thing's for sure, if someone attacks me and straightens his arm, he will open up his ribs. Ja? Eins ist mal klar, wenn uns jemand angreift, dann öffnet er seine Deckung. Und damit werden die Rippen frei. Und wenig Sachen sind schlimmer als ein Schlag auf die kurzen Rippen, nämlich Magen oder Leber. There's not a lot more bad than being hit on the liver or stomach. So, being aware of that, the next technique is fun. My fun. Okay, wir gehen auf die Außenseite. We are going on the outside. Same thought, same technique, and same attack. Like this in the first chapter. But now we are going down, wanting to attack the ribs. So, the ribs are going that way. So they are, let's say, going 45 degrees, something like that. So they are here. And if I attack like this, I have a very good chance to hit the full short rib. And this is great. Yeah? Also, wir laufen raus und greifen die kurze Rippe an. The short rib. And after that, I come again to attack the groin or the face because of the head is leaning forward. After this impact, the partner might come forward so you can attack the groin or the face. And this is the idea. Ja, das kriegen wir. Wir blocken ab, greifen die Rippen an und schlagen von unten in die Genitalien oder auf das Gesicht von unten. Ja? Das tun wir. Und noch einmal, wir blocken Rippe von unten und laufen gleich wieder rum. Nummer 1, 2, 3. Und wieder, Block, Rippe und tief. Block, Rippe und tief. Block, Rippe, tief. Block, Rippe und tief. Soweit einfach, oder? Soweit, so far straightforward, huh? Block, ribs, groin or face. Whatever you can reach is best. Huh? One, two, three. And imagine that you attack the rib. Oh, try it on your own ribs. This is really nice. Okay. Block, ribs, groin or face. Huh? One, two, three. Good. Okay. Give it a try. Let it flow. One, two, three. One, two, three. And put some emphasis on the ribs and don't just throw your arm away. Imagine and imagine. Yeah. And one and two. And one, two, three. One, two, and three. So, 1 minute's over.
Eine Minute ist um. Weil wir müssen noch was hinterherhängen. Haben wir einmal geblockt und die Rippen angegriffen und die Genitalien oder das Gesicht? Once we've blocked, attack the ribs, the groin or the face, the other one will probably be in this position. So, one hand is down, comes up again, other hand is down. And now, you can attack with this open hand, with Tate, or you can raise this hand again, hit with your full hand to the neck, one, two, and then do it with Tate or Kumare, whatever you want. Good? Let's give that a try for the final 5 minutes. Okay, block, ribs, groin, neck, and Taisho. The name is Taisho, excuse me. Also, Taisho, block, Rippen, Genitalien auf den Kopf und ein Taisho hinterher. Block, Rippen, Genitalien als Stroh oder als ganze Hand zum Maß nehmen, fühlen, erkennen und genau an die gleiche Stelle. Okay, jetzt haben wir 2 Minuten und wir arbeiten das durch. Und Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Gut, andersrum. 1, 2, 3, 4, 5. Andersrum. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, andersrum. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt macht mal saubere Techniken draus. Freut euch über jede Bewegung. So, make very good techniques. 1, 2, 3, 4, and 5. Huh? And 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und lass das mal laufen. Was? Ah, offene Hände. Open hands, friends. Our whole martial is called like this. Open hands. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. And enjoy. Okay. Was können wir noch tun? Was tun wir eigentlich immer? So, what's missing? What are we doing? Mostly combine both options. So, wir stehen auf der Innenseite. Being inside again. Inside. Shitouchi. Haitouchi. Nukite. Grab. Groin. Slap. And other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. On outside, block, ribs, groin or face, measure the distance, and finish with Taisho. Other side, block, ribs, groin, neck, and finish. Inside. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und inside. Stuke, Stuchi, Haito, Nukite, greifen, Geda Nukite und Haishochi. Ja. Und wieder auf die Außenseite. Außen. Stochi, Haito, Geda Nukite, messen, Abschuss. Außenseite, oben, Rippe, Genitalien, sichern, Abschuss. Aus Innenseite, innen, Stochi,
Haito Uchi. Und stechen, greifen und von unten und durchziehen. Okay. Freunde, Zeit ist schon wieder um. So. Dankeschön für eure Zeit. 45 Minuten ist fast ein wenig kurz. Dennoch, Dankeschön, dass ihr bei mir seid, dass ihr mit mir trainiert habt. Wenn euch diese Ideen mit offenen Händen gefallen hat, es ist ja nichts Neues dabei. Ich habe es nur in eine Reihenfolge gebracht. Spielt mal damit. Im Wettkampfgeschehen sind offene Hände verboten. Und das ist ein ziemlich guter Index dafür, dass offene Hände in der Selbstverteidigung, in der Durchschlagkraft an, mit Partner oder eben im Fall, dass wir es mal brauchen, wirklich gut zu gebrauchen sind. Ne? Die Regel, mit offenen Händen auf harte Stellen schlagen und mit geschlossenen Händen auf weiche Stellen, können wir dabei noch ein bisschen mitnehmen. Das heißt, so ein Taisho geht wunderschön zur Murmel. Ne? So, wir haben die ganzen Außenseite, Innenseite sehr schön geeignet für alles das hier. Wir haben die offene Seite sehr schön geeignet für das. Ne? Macht das einfach mal, da kommt richtig Energie rüber. Spielt mal ein bisschen mit den offenen Händen und natürlich ne, der hier für den Genitalbereich ist kein Vergnügen. Nicht für den, der es kriegt und auch nicht für den, der es empfängt. Also, traut euch, böse zu denken und nett zu handeln. Also, im Kopf läuft der Film für einen 18-Jährigen und wenn ihr mit Partner trainiert, läuft in Wirklichkeit der Film ab 6. Gut, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Bitte schreibt Kommentare, abonniert den YouTube-Kanal, werdet Mitglied in der Karate-Praxis-Gruppe bei Facebook und ja, YouTube-Kanal. Ich hoffe, dass ihr da Mitglied werdet oder subscribed, dass der YouTube-Kanal wächst. Daran liegt mir was. Und schön, dass ihr mittrainiert habt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Liked und teilt dieses Video. Dankeschön an die Deutschen und die kurze Verabschiedung an meine internationalen Freunde. Thanks again, friends, for sharing your time with me. This Thursday, 18th part, unbelievable. So, we took some effort on open hands to see what's possible. I've invented nothing, so I just put them in order and we just train the combination. But if you think that, if you are aware that open hands can be pretty dangerous, that is the reason for being dismissed, not allowed on tournaments. So, try it. There are so many places on a human body which can pretty good be attacked with open hands, better than with closed hands because of the attacking space is smaller. So, just think about it, like this video, share this video, write comments, and please subscribe to the Karate Praxis YouTube channel. And last but not least, thanks for your time. I have to leave. My dojo is waiting. So take care. See you next week and have a wonderful day. Goodbye.